Hallo Leute, was geht? Ich dachte mir, der letzte Vlog ist schon ein bisschen her, deswegen nehme ich euch jetzt heute den Tag mit. Wir haben 16 Uhr, ich komme gerade von der Arbeit und jetzt wird erstmal die Husqvarna geputzt. So, als nächstes gehe ich hier mit so einem Wash and Wax drüber. Ja, keine Ahnung, ob das was bringt, aber ich mach's halt. Ich gehe übrigens immer mit so einem so ein Mikrofasertuch darüber, weil dann bleiben auch keine Staubreste oder sonst was auf dem Bike. Das habe ich, glaube ich, von Aldi oder so. Ist auch nicht so teuer und ist auf jeden Fall eine gute Investition. Ich weiß nicht, ob man es genau erkennen kann, aber hier in der Gabel bei der Husky sammelt sich nach dem Putzen immer das Wasser. Beziehungsweise an diesen Verstellschrauben. Wenn man dann den ersten Wheelie macht, ja, kriegt man direkt eine Dusche. Deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. Schüttel ich das gute Stück einfach immer und dann ist es auch nicht mehr ganz so nass beim ersten Wheelie. Eine der ekligsten Sachen an der Husky befindet sich hier, und zwar spritzt hier das ganze Kettenfett immer hin. Deswegen nehme ich mir einfach ganz normale Zewas und mache das dann immer so gut es geht weg. Aber weißes Motorrad ist halt auch irgendwo eine Lebenseinstellung, ne? Die Husky steht jetzt hier und trocknet und wir gucken uns jetzt ein Paket an, was ich bekommen habe. Ich weiß noch nicht genau, was drin ist, ich kann es mir aber denken. Schauen wir mal nach. So, während die Husky da drüben trocknet, jetzt kann ich auch eigentlich Sonnenbrille abnehmen, packen wir jetzt hier dieses Paket aus, was ich bekommen habe. Und zwar Amazon Prime. Ich habe kein Prime. Ich weiß eigentlich schon, was drin ist. Ich habe nichts anderes, um aufzumachen, deswegen benutze ich jetzt hier diesen Bora. Ja, normalerweise mache ich meine Pakete immer so auf. Ja, hier ist es. Und zwar ist das Ganze ein GoPro-Kit. Weil viele von euch fragen mich immer so, was benutze ich für Kamerazeugs und woher bekomme ich das? Und da war die liebe Firma Suki, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, so nett und hat mir dieses Kit zur Verfügung gestellt, damit ich euch das mal zeige. Link ist in der Beschreibung, falls ihr euch das auch holen wollt. Ich glaube, das kostet so 15, 20 Euro, also ist echt günstig. Und wir schauen jetzt mal nach, was da alles drin ist. Ich hätte das Ganze mal hier vor mich gelegt und ja, ich glaube, wir fangen einfach mal damit an, alles einzeln auszupacken. Ich bin echt gespannt, was da so bei ist. Ich will das Ganze natürlich auch nicht zu langweilig machen und ich bin ja auch kein Unboxing-YouTuber, deswegen mache ich jetzt quasi so eine Speed-Vorschau, was da alles dabei ist. Hier haben wir so eine Art Ständer, der ist, glaube ich, richtig nützlich und kann man auch überall dran machen. Also theoretisch könntet ihr jetzt so eine Halterung damit bauen.
Hier haben wir so ein Band, was man sich um den Arm machen kann. Hier haben wir jede Menge 3M-Tape und die passenden Halter dazu. Dann gibt's hier natürlich den guten alten Selfie-Stick. Ein Brustgurt ist natürlich auch dabei und eine Kopfhalterung. Hier haben wir quasi so eine Krokodilsklemme. Das ist so ein Ding, damit bleibt die GoPro über Wasser. Und hier haben wir den guten alten Saugnapf. Ich hoffe, der hier hält besser als der originale von GoPro. So, ich habe hier jetzt nochmal alles zusammengefasst, was in dem Kit drin ist. Hier in dem Sack, den habe ich euch vergessen zu zeigen, sind noch ganz viele GoPro-Schrauben und so weiter drin. Das sieht auf jeden Fall echt cool aus. Ich bin gespannt, was das so kann. Ich werde es jetzt in nächster Zeit mal testen und dann euch in dem übernächsten Vlog dann mal Bescheid geben, wie das Ganze so ist. Ich blende euch jetzt auch hier nochmal ein Bild ein. Da seht ihr, was da alles drin ist. Ist auf jeden Fall eine Menge. Kostet nicht viel, ihr könnt es ja mal anschauen. Und des Weiteren gibt es ein Gewinnspiel. Und zwar müsst ihr dazu auf meine Facebook-Seite gehen. Da habe ich einen Facebook-Beitrag vorbereitet und da steht auch alles, was ihr dafür machen müsst, um gewinnen zu können. Dafür nochmal vielen Dank an die Firma. Die haben mir dieses Kit hier kostenlos zur Verfügung gestellt. Und wie gesagt, das Gewinnspiel habe ich auch noch rausgehandelt. Coole Sache, danke dafür. Ja, die Husky... Ja, nein, erstmal ganz kurz. Jetzt sehe ich wieder was. Ja, die Husky ist jetzt auch soweit ganz gut getrocknet, wie man sieht. Ich verliebe mich echt jedes Mal auf neue in das Teil. Ich finde die so übertrieben geil. Wie auch immer, wir gehen jetzt rüber zu meinem Kollegen, denn da muss noch ein bisschen was an der DRZ von ihm gemacht werden. Hallo! Na, was geht? Hi. Guck mal, hier kannst du mal eine neue Lichtflasche, die viel zu klein ist. Oh. Ja, wir wollten jetzt mal gucken, ob man die irgendwie rankriegt, so dass es einigermaßen geil noch aussieht. Okay. Wir müssen vor allem mal den Kühlkegel dran machen. Ja, Leute, wir sind jetzt hier und die neuen Sachen für die DAZ sind auch angekommen. Wir haben hier frische Griffe am Start und noch eine Lichtmaske. Ein Scheinwerfer, ich glaube, das ist aber der alte. So sieht das Ganze aus. Wir bauen jetzt gerade noch den Kotflügel dran. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann aussieht. So, es gibt jetzt folgendes Problem. So kann die Maske ja nicht bleiben. Sie soll so sitzen. So. Und das geht nicht, weil die Halterungen dann nicht passen, wie ihr seht. Da sind die, da müssen sie hin. Tja. Tutorial, wie ziehe ich einen Griff auf einen Lenker? So, ich ziehe mich jetzt um und dann geht's auch schon los. Umgezogen und los geht's. Say that I'm alright, cry on the inside. I wish you were my man. Wir sind gelaufen. Oh oh. Ah, los, drei! Schnell. Oh oh, das passt nicht. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh. Noch mal ein bisschen Radau gemacht. So Leute, das war's für diesen Vlog. Ich verabschiede mich hiermit und ciao!